Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Staffel von Port Royal 4 hier auf dem Kanal von Blankenburg. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Ja, und es gibt in dieser Staffel einiges zu tun. Ich möchte mit euch mal eben drüber gehen, was wir hier an Aufgaben noch haben. Wir haben ja nach wie vor die große und schwierige Aufgabe hier in Sevilla, eine Werft zu errichten. Dazu brauchen wir eine entsprechende Anzahl an Einwohnern. Außerdem haben wir ja diese drei Städte, wo wir Verwaltungsrechte benötigen. Da haben wir momentan schon 2. 10 Tavernen sind zu errichten. Da haben wir allerdings ein bisschen mehr Zeit. Ihr seht das hier drüben. Und 10 Kapellen. So. Es geht los, hätte ich gesagt. Eine Sache noch vorweg. Hier hat sich eine Kapitänin bei uns vorgestellt. Da sehe ich jetzt momentan aber keine wirkliche Verwendung dafür. Vielleicht ergibt sich ja noch etwas. Wir gucken mal. So, zunächst einmal möchte ich hier kontrollieren. Wir haben mittlerweile die komplette Besatzung wieder abgegeben. Sehr gut. Und wir haben hier relativ hohe Kosten pro Tag. Da müssen wir überlegen, was wir daraus machen. Das ist nämlich hier dieser Kriegskonvoi nach wie vor. Ob wir die Kriegsschiffe abstoßen wollen oder was wir ansonsten daraus machen. Ich würde jetzt einmal damit beginnen, hier zunächst einmal zu gucken, ob wir hier schon gehandelt haben. Ja, das sieht fast danach aus. Na, hier geht ein bisschen was, aber auch nicht viel. Alles andere sieht in Ordnung aus. Tja, was hätten wir denn sonst noch zu tun? Lasst uns, glaube ich, mal. Ich würde fast sagen, na, wir haben ja hier, glaube ich, das Kontor, richtig? Ja. Wir nehmen hier einige Waren aus dem Kontor mit. Ja, ich würde das hier füllen. Und wir bewegen uns in Richtung Maracaibo. Na, ah ja, wir legen ab. Sehr schön. Wir bewegen uns in Richtung Maracaibo und werden dort versuchen, einerseits unsere Waren loszuwerden. Das klappt ja immer sehr gut. Hier sehe ich jetzt gerade einen Stern. Den fehlt Fleisch. Haben wir denn Fleisch an Bord? Nein, leider nicht. Einerseits unsere Waren zu verkaufen und andererseits, ja, das Schiff so ein bisschen mit Passagieren zu besetzen, die wir dann in unsere schöne Heimatstadt Sevilla bringen können, denn dort müssen wir insgesamt, glaube ich, rund 3000 Einwohner hinzubekommen. Ich begrüße im Übrigen, während wir hier auf die Ankunft unseres Schiffes warten, einen Zuseher auf Twitch. Diese Folge, ihr kennt das Spiel ja bereits, wird in einem Livestream aufgezeichnet. Wenn ihr ebenfalls teilnehmen möchtet, dann folgt mir einfach auf YouTube oder auf Twitch und ja, ihr bekommt dann immer eine Benachrichtigung, wenn eine neue Folge aufgezeichnet wird. So, unser Kahn legt an, die Mogli hat hier nicht mehr weit. Und wir gucken mal,
dass wir hier handeln. So, Ziegel können wir hier ein bisschen zu Geld machen. Ja, hier geht einiges. Komplett sogar. Okay, interessant. Tabak dürfte hier sich auch gut lohnen. Kaffee können wir komplett verkaufen. Das auch. Tja. Zucker böte sich hier an. Wir gucken mal, wie viel. Ja, ab hier wird es teurer. Metall. Da geht auch einiges. Stoffe. Da geht auch ein bisschen was. Und hier unten diese Figürchen. Auch hier haben wir die Möglichkeit zuzuschlagen. Und den Rest möchte ich jetzt gerne mit Mannschaft befüllen. Das sollte hier unsere Kosten erheblichst steigern. Und deswegen fahren wir jetzt auch auf wirklich direktem Wege in unsere schöne Heimat Sevilla, um dort, ja, das Schiff wieder leer zu bekommen. Und dazu würde ich dann auch mal den schnellen Zeitvorlauf wählen. Mein Herr, das ist nicht irgendein Zettel. Es handelt sich um einen Kaperbrief von der Queen, höchstpersönlich ausgehändigt. Er legitimiert mich, die Sicherheit der Waren an Bord eurer Schiffe zu überprüfen und gegebenenfalls zu beschlagnahmen. Diesem üblen Mann muss das Handwerk gelegt werden. Treibt seinen Konvoi auf und vernichtet ihn. Ich lasse euch eine Kriegsgaleone in eure Heimatstadt bringen und dann schicken wir das englische Piratenpack auf den Grund des Meeresbodens. Noch eine Kriegsgaleone. Das ist natürlich interessant. Das dürfte unsere Chancen erheblich erhöhen. Wir gucken mal, wie und wann es dazu kommt. So. Hier gilt es natürlich wieder Waren zu verkaufen. Da scheint jetzt allerdings gar nicht so viel zu gehen. Nein. Wir stellen hier fest, das ist alles uninteressant. Ja, wir können hier einen einzigen davon verkaufen. Aber. Ja. Warum? Das Lager ist wieder voll. Was nehmen wir denn hier mit? Tabak bietet sich an. Und Stoffe bieten sich an. Ja, Baumwolle ist gar nicht so viel da. Lasst uns noch mehr Stoffe mitnehmen. Dafür laden wir die Figuren, na, zumindest hälftig ab, ungefähr. Ja, auch die Ziegel können wir hier abladen. Zucker wird interessanterweise hier produziert. Scheint aber dennoch Mangelware zu sein, von dem her. Ja, und hier auch von den Metallen würde ich einiges da lassen. Entsprechend können wir natürlich noch weiter Material zuladen. Naja. Es wird, denke ich, erstmal so ganz gut aussehen. Was wir natürlich das letzte Mal gesagt haben, und da würde ich jetzt einmal kurz die Hausregel brechen. Wir hatten ja hier unten diesen Konvoi. Schnelle Brise. Aus was besteht der denn? Fregatte, Korvette zweimal und eine Bark. Kostenpunkt ein Tausender. Mhm. Und den konnten wir nicht mit einer Handelsroute ausstatten. Wegen. Nö. Das geht sogar. Weil hier müssen wir auf jeden Fall eine Route
etablieren. Das würde ich fast sagen, machen wir. Aber dazu würde ich das Ganze erstmal hier auch nach Sevilla. Ah ja, genau. Und das war nämlich das Problem. Das heißt, ja, es würde sich jetzt quasi lohnen, sich hier nach einem Kapitän oder einer Kapitänin umzusehen. Wir haben hier einerseits die Antonia. Ups, ne, die ist jetzt nicht mehr da. Also kommt eh nur noch er in Frage. Und er hat hier einen Schiffer. Was bedeutet das? Kapazität erhöht sich. Ja, das ist ja eigentlich gar nicht verkehrt. Dann nehmen wir ihn und weisen ihn dann allerdings auch gleich zu. Genau, auf die schnelle Brise. Und er darf jetzt mit der schnellen Brise nach Sevilla fahren. Hier oben haben wir die Mowgli. Und mit der würde ich jetzt... Na, erstmal nochmal hier gucken, was noch zu tun ist. Wie viele Einwohner haben wir denn mittlerweile hier? 3000, wir brauchen 5. Und, ja, wir könnten zum Beispiel überlegen, ich glaube, Obst produzieren wir hier selbst noch nicht, oder? Haben wir hier irgendeine Gebäudeliste? Nee. Aber wenn wir es produzieren würden, dann würden wir hier auch deutlich größere Lagerbestände angezeigt bekommen. Das sehe ich jetzt momentan nicht. Heißt für uns, wir können hier ja, überlegen, eine Obstfarm zu bauen. Die würde ich jetzt hier oben ansetzen. 1, 2, 3, wieder die bekannten 4 Felder. Ja. Und damit sollte sich dann hier zumindest neue Arbeit befinden. Was sagen denn hier die Bürger? Weitere Wohngebiete brauchen wir. Okay. Und die möchten hier Backwaren und Metallwaren haben. Na, das können wir, glaube ich, organisieren. Und die Zufriedenheit ist größer als 90%. Dann lasst uns doch... Ja, wir haben ja hier noch ein paar Finanzreserven. Zunächst einmal noch Wohngebiete ausweisen. Das ist hier schlecht. Aber hier würde es passen. Machen wir mal 1, 2... Ja, da haben wir noch die Taverne mit dabei. 3. Wir setzen das mal so ein. 3 Stück. Und fahren nun. Was hatten wir hier? Was fehlt? Backwaren und Metallwaren. Wir nehmen unsere Mowgli. Und die Backwaren gab es, glaube ich. Ach, und hier gibt es auch Metallwaren. Das ist doch interessant. Dann lass uns mal da übersetzen. Ja, wir müssen uns jetzt etwas sputen, aber neuer Logbucheintrag, was ist da? Es hat doch gerade aufgeleuchtet. Da ging es vermutlich um den John Hawkins. Wir gucken mal. So, unser Schiff läuft hier ein. Sehr gut. Und ja, wir gucken mal, ob wir hier erst Gewinne machen können. Naja, aber nicht viel. Hier geht ein bisschen was. Das wird hier selbst produziert. Hier geht einiges. Ja. So, und
Gefordert waren Metallwaren einerseits. Die finden wir hier. Ja. Und Gebäck. Sehr gut. Das heißt, ja, läge da. Na, lasst uns mal noch hier nach Havanna übersetzen. Einfach um den Rumpf auch etwas frei zu bekommen. Kommt mir das eigentlich nur so vor oder sind die Schiffe lang? Ich habe gerade wieder einen kleinen Wegzoll erhoben, würde es aber begrüßen, wenn ihr in Zukunft ein bisschen kooperativer wäret. Einfach davon segeln wollen, also wirklich. So. In Havanna. Was tun wir hier? Wir, ja, hier können wir. Schaut mal her, da können wir ja richtig Geld äffeln. So, hier geht einiges. Da können wir zumindest ein bisschen was machen. Die werden hier produziert, da würde ich gleich mal noch nachkaufen. Backwaren behalten wir. Die wollen wir ja selbst haben. Ziegel würde ich hier ein paar mitnehmen. Ja, warum eigentlich nicht? Seile sind, glaube ich, auch recht selten verteilt. Schlagen wir auch zu. Fleisch immer gerne genommen. Boah, da können wir ja richtig voll machen. Ja, dann glaube ich, lohnt sich das mal nach Sevilla umzusetzen. Was hatten wir hier? Kein Kapitän. Okay, naja, gut. Die Waren, die sind jetzt nicht so überaus wertvoll. Aber ärgerlich ist es natürlich dennoch. So, wir setzen weiter über Richtung Sevilla. Und gucken mal, was wir hier tun können. Ja, wir müssen den auf jeden Fall hier Backwaren verkaufen. Und Metall war ja hier knapp. Das dürfte jetzt schon mal einiges erbracht haben. Ja, Fleisch ist hier ebenfalls knapp, aber nicht so knapp. Da können wir aber auch einiges loswerden. Seile, ja, sind hier auch zumindest ein bisschen Mangelware. Ziegel, das lohnt sich hier kaum. Den Rest, ach, das Lager ist wieder voll. Ziegel würde ich mal hier lassen. Seile würde ich ebenfalls hier lassen. Das Fleisch. Ja, und den Rest dann auffüllen hier. Ja. Und Obst haben wir, glaube ich, gebaut. Da tut sich jetzt auch einiges. Wir gucken mal, was dabei herumkommt. So. Immer noch wenig Wohnraum, aber ich glaube, da sind unsere Häuser auch noch im Bau. Was sagt uns denn dieses Symbol? Es fehlen Baustoffe in der Stadt. Also wir müssen weiter Baustoffe importieren. Jetzt ist allerdings, weil ich hier sehe, die schnelle Brise vor Ort. Was hat die denn an Kapazität? 1552. Da würde ich fast sagen, wir führen hier eine automatische Route ein, die jetzt hoffentlich etwas effizienter gestaltet sein wird als die bestehende. Also neue Route erstellen. Route bearbeiten und wir beginnen natürlich in Sevilla. Und ich würde sagen, na, der Wind, der treibt uns hier nach oben.
Wollen wir hier echt den großen Turn hinlegen, ne? Sagt uns eigentlich hier die Spielmechanik. Na, dann sammeln wir doch hier oben rum mal alles ein. Ja, hier dürfen wir jetzt natürlich nicht so fahren, sondern wir sollten hier um den Sturm herum navigieren. Na, komm her. Das ist vielleicht sogar ein bisschen knapp hier. Na, etwas schwierig zu packen. Hier haben wir überall keine spanischen Städte. Ja, und dann bietet es sich fast an, hier nochmal über Havanna zu fahren. Ja, da haben wir doch eine schöne Rundstrecke. Das passt doch ganz gut. Jetzt fast die Überlegung, ob wir hier auch diesen kleinen Bogen noch mitnehmen. Ja, ich weiß nicht, inwieweit da die Auswirkung ist, aber ja, warum eigentlich nicht? So. Dauer je nach Tiefgang 16 bis 31 Tage. So, in Sevilla fangen wir an. Wir möchten hier... Was war denn das hier oben wieder? Alle waren an das Lagerhaus entladen. Ja, würde ich sagen. Es soll ja die Stadt versorgen. Und reparieren hier gerne. So, und was machen wir jetzt? Wir stellen hier einladen. Ja, genau. Das produzieren wir hier. Zucker. Gehe ich auch mal auf einladen. Rum produzieren wir hier nicht. Ich kontrolliere mal eben nochmal. Erstmal speichern natürlich. Das ist jetzt natürlich noch nicht fertig. Produktion. Ich sehe halt leider, glaube ich, hier nirgends, was wir selbst machen. Deine Betriebe. Ach doch, da. 4. Also Baumwolle produzieren wir, Zucker produzieren wir, Tabak produzieren wir, Tuch produzieren wir, Obst produzieren wir und sogar rum. Also wir können alles einladen, theoretisch. Also zurück zu den Handelsrouten. Ist das diese Sevilla Sisal 4? Ja, genau, das ist die. So, also, wir laden hier alles ein, wo wir ein Produktionssymbol haben. Exakt. Perfekt. Vorher wird natürlich alles andere ausgeladen. So. Und dann fahren wir weiter nach Sisal und ja, ich mache das hier ganz einfach. Ich stelle hier alles auf Verkaufen, was nicht produziert wird, und das, was produziert wird, stelle ich auf Kaufen. Das sollte, glaube ich, sich dann auf die lange Fahrt egalisieren. Ich kontrolliere gleich nochmal, dass ich alles korrekt angeklickt habe. Schade, dass es hier keinen so einen Autoknopf gibt. Oder... Ah, hier oben. Werden wir gleich mal ausprobieren. Also hier ist kaufen. Hier ist kaufen. Hier ist kaufen.
Da ist kaufen und da ist kaufen. Sehr gut. Ach, das macht er sogar automatisch. Das ist ja gut. Das ist ja gut. Dann stellen wir alle einfach mal auf Automatik ein. Ja. Und hier sollten wir jetzt aber am Schluss natürlich nicht das kaufen, was wir selbst produzieren. Beziehungsweise umgekehrt, wir sollten hier. Ach, hier kann ich keine Priorität einstellen, okay. Was hatten wir denn hier in Sevilla selbst? Also diese drei sollten wir nicht einkaufen. Rum sollten wir nicht einkaufen. Zucker und Obst. Also hier Obst zu pro kaufen würde keinen Sinn machen. Zucker haben wir hier eh nicht. Rum brauchen wir hier nicht kaufen auf der letzten Station. Und auch diese hier nicht. Alles andere können wir belassen. Haben wir hier auch noch mal die Produkte? Nein. Fleisch? Nee, da sieht's gut aus. Also, kein Problem. Dann, ja. Können wir das, denke ich, so belassen? Ich würde dieser Route jetzt noch einen vernünftigen Namen geben. Erstmal auf Übernehmen klicken. Und dann konnte ich das hier umbenennen. Und ich würde das nennen Versorgung. Sevilla. Nord. Weil ich möchte dann irgendwann auch noch mal eine Südroute haben. Und jetzt kann ich doch diese Route der schnellen Brise zuweisen. Genau. Und die dürfte sich dann auch sogleich in Bewegung setzen und lädt hier ordentlich das Schiff voll. Was diese Farbhinterlegungen heißen sollen, das weiß ich leider nicht. Aber vielleicht finden wir das ja bald heraus. Ja, dann bleibt uns eigentlich nichts anderes, außer hier erstmal nur die Südroute ein bisschen abzufahren und unsere Waren loszuwerden. Na, wir fangen mal in Valledodat an und gucken mal, was da geht. Ja, und da können wir zumindest einen kleinen Gewinn mitnehmen. Da geht nicht viel. Na, ist blöd, sich hier an Kohle mitzunehmen. Aber viel passt da nicht. Es ist auch kaum Platz auf dem Schiff, um ehrlich zu sein. Ja. Also da geht nicht viel. Wir müssen schauen, dass wir Ware losbekommen. Liebe Leute, ich denke, wir haben in der heutigen Folge einiges erreicht. Und ja, lasst uns sehen, was wir morgen weiter tun können. Ich freue mich, wenn ihr morgen wieder dabei seid. Bis dahin, euer von Blankenburg.